Assassin Killers und nahtlos geht's hier auch gleich wieder weiter in Portia und ja, ne? Was heißt hier nahtlos? Die Sonne versinkt hier schneller, als man gucken kann. Okay, aber bevor wir ins Bett gehen, will ich mal gucken, wie es jetzt mit der Angel ausschaut. Angelroute. Wir können eine bauen. Ha! Wir haben eine Angelroute. Läuft. Läuft. Prima. Ach ja, ich muss hier schon wieder Zeug rumräumen und machen und tun. Wir haben hier schon wieder Stecky. 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 Was ist das? Fleisch? Wo habe ich das? Oh. Ja. Das ist ja... Na, reden wir nicht drüber. So, wir haben einen Stachel. Traumhaft. Wir brauchen noch 9 Stück. Ich muss also noch 9 von den Dingern kloppen. Vielleicht muss man die gar nicht ganz platt machen. Mal gucken. So, wir haben hier, da können wir hier Stecky machen. Und dann haben wir hier. Da gehen wir in die andere Kiste. Das können wir wieder rüberpacken. Das auch. Hartholz. Haben wir jetzt 10 Stück. Kann ich also noch 2 Bretter bauen. Aber besser wie nichts, ne? So, wie spät haben wir? Oh ja, geht ja noch. Geht ja noch. Machen wir hier gleich mal das Hartholz rein. Fertigen. Maximal 2. Bestätigen. Lassen wir mal durchlaufen. Schaut gut aus. Wir brauchen aber 5, ne? Ja. Super. Das heißt, da müssen noch ein paar Bäume dran glauben. Ich will die aber nicht fällen. Oh, das sieht kahl aus. Guck mal. Kommt bestimmt wieder so eine Gummifrucht, oder? Siehst du, wir hätten das... Wir hätten das Ledersofa behalten sollen und dann hätten wir das als Geschenk nämlich und ja, so haben wir halt nur eine doofe Gummifrucht. Besser als nix. In dem Spiel muss man so froh sein, dass man überhaupt irgendwas hat. So, was gibt es? Oh, 3 Hartholz. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht, aber... Hier, der ist doch am Wachsen, oder? Ich möchte ihn jetzt nicht kaputt machen. Gibt es garantiert sowieso fast nichts. Hm. Okay, wir sammeln hier noch ein bisschen. Dann können wir hier noch ein bisschen hauen. Ja, vor allen Dingen daneben. So, jetzt. Gibt es wieder Marmor und Kupfer. Okay. So. Und Kupfer und Stein. Okay. Dann nehmen wir noch die mit. Die mit. Die mit. Ne, weil wenn es glitzert, sollte man es einfach einstecken. So. Regenschirm, ja, ich weiß. Alles nicht so einfach hier. Aber deswegen ist es ja auch ein sehr entspannendes Spiel. Ich wollte jetzt nicht das berühmte Wort entschleunigt sagen, weil sonst steigt mir da irgendwie ein anderer YouTuber aufs Dach. Oh, jetzt habe ich so gesagt. So. Dann nehmen wir hier noch mit. Dann nehmen wir hier noch mit. Und dann nehmen wir da drüben noch mit. Und dann haben wir ja schon 9 Uhr. Perfekt. Perfekt. So. Alles mit. Level up. Sehr schön. Hier kann man nicht draufhauen, oder? Doch. Weg. Stein ist mir egal. Stein kann weg. Was gibt es? Zinn. Okay. Ja. Jawohl. Aber ich denke mal, so in der Ruine
sind wir garantiert da besser aufgehoben mit Zeug holen. So, dann können wir hier noch ein bisschen treten. Ja. So. Komm. Dum, 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 dum. Toll. Toll. Tolle Wurst. Ich sehe schon, wir müssen irgendwie mal unseren Inventarplatz hier ein bisschen vermehren. Muss ich mal gucken, wie das geht. Brauchen wir die komischen Kräuter? Nee, ne? Hier, komm weg. Weg. So, was brauchen wir nicht? Sonst nicht. Interessant. Kriege ich auch in der Ruine. Komm, weg. So, da müsst ihr doch jetzt Platz haben. Jawohl. Wilder Kokon. Wilder Kokon ist immer gut. Und unser Inventar ist schon wieder voll. Jawohl. Zeit für schlechte Reime. Denn sonst muss ich weinen. Na, dann nehmen wir das noch mit. Dann packen wir hier mal rein. Zack. Würmer. Zack. Marmor kommt in die andere Kiste. Kokon, glaube ich auch, oder? Ja. Wir haben noch zwei in petto. Steine. Stecky. Marmor. So. Dann haben wir wieder ein bisschen Luft. Das noch rein. Ja, schaut doch ganz gut aus, oder? Das können wir auch mal rüberziehen. Das brauche ich nämlich noch nicht so wirklich. Die Dielen brauchen wir dann. Haben wir drei. Fehlen noch zwei. Ich sehe schon, wir müssen hier den Kahlschlag machen. Aber wie gesagt, dann ist immer noch erst noch ein Brückenteil fertig. Ja, ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Ich will das Elend nicht mehr sehen. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich mich auf das Sofa setze? Das wollte ich mal ausprobieren. Hier, komm, setzen. So. Was passiert mit meiner Ausdauer? Ah, sie steigt. Langsam, aber sie steigt. Das ist doch schon mal was. So, schlafen. Ja. Dum, dum. So, raus aus den Federn. Anscheinend steht heute nichts Wichtiges an, auch kein Angeln. Ah. Hallo? So. Ist da was? Ah, warte mal. Wir haben doch, haben wir die dabei? Ja, haben wir. Wir haben drei Disc. Mit denen gehen wir jetzt einfach mal los. So. Zwar zum Forschungszentrum. Also ich habe mich jetzt dafür, ich habe mir jetzt mal nachgedacht, bin in mich gegangen. Das ist ja alles ganz schön mit der Kirche und so, dass die das zerstören wollen. Aber ja, ich denke, ich habe noch Vertrauen in die Forschung. Was? Molly, Dolly, Polly. Okay. Moin Higgins. Arsch. So, was haben wir denn hier? Wir wollen aber ins Forschungszentrum. Lass mal gucken. Garantiert noch zu, ne? Nein! Die haben auf. So. Petra. Hi. 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 Did you discover something new? Ja. Es gibt ihr fünf Datendisks. You don't have enough data disks. Eins muss ich jetzt mal sagen. In dem Spiel, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Du hast nie genug von irgendwas. Wiederherstellen kann ich auch noch nichts. Ach, ist doch. Hier, komm mal auf. Wenn das Leben richtig blöd zu dir ist, geh schaukeln. Ja.
kann ich jetzt? Kann ich jetzt echt schaukeln? Tatsache. Aha. Hui. Hui. Überschlag. Wenn man mein Leben darstellen müsste, dann... Ja. Ist klar, wippen kann ich auch nicht, weil ich bin ja alleine in der Schatzkiste. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Was gibt's denn? Aprikosensaft. Lecker. Lecker, lecker. Higgins, der ist doch gerade... Tobi auf dem Weg in die Schule. Fein, immer schön sauber bleiben, immer schön anständig, ne? Und nicht erwischen lassen. So. Ah, okay. Dann ist der Higgins wenigstens für eine Sache gut. Gibt's hier irgendwas Neues? Mehr? Nee, nö, la, ni, no, la. Nee. Gibt nix Neues. Auch gut. Oh, Pinky. Wechsle ja gleich die Straßenseite. So, was wollen wir, oder was können wir denn? Keiner da, oder? Und man muss den Baumbestand ja auch ein bisschen zurückschneiden, finde ich. Die kann ich gar nicht. Ach komm. Ach Spiel. Ach Spiel, du bist doof. Isaac. Na? Hello. Hello. You're the new builder, I suppose. I hope you're wiser and more reasonable than the other builder in town. I think he's a fool. Ja, so, ne? Also, wenn ich mir so den Higgins anschaue. 5 gewinnt. Will ich jetzt spielen? Nein, wir haben keine Zeit zum Spielen. Machen wir dann irgendwann. Sorry, Isaac, aber geht gerade nicht. Gerade ganz schlecht. Ganz, ganz, ganz schlecht. Dann, wir haben da Truhen, aber wir kommen da nicht rauf. Guck mal, ich kann hier... Komm hier hin. Wenn ich ganz schnell bin... Höp, höp. Nein... So komme ich ja auch nicht hin. Blöd, ich müsste irgendwie über die Dächer. Ja gut, das schauen wir uns bei Gelegenheit mal an. Denn eigentlich... Baumschule. Siehst du, ich wollte mal zur Baumschule gucken, ob die nicht irgendwie ein paar alte Bäume rumliegen haben. Kann ja möglich sein. In dem Spiel ist ja so einiges möglich. Dann hätte ich gesagt, machen wir uns nochmal eine Kiste, wenn wir dann wieder zu Hause sind, rein für so das ganze Nahrungszeug. Dass wir da mal ein bisschen Struktur reinkriegen und ich auch nicht mehr so voll rumlaufe. Ja, also gute Idee. Finde ich jetzt mal eine gute Idee. So, schauen wir mal. Tree Farm. Da-da. Was kann ich denn hier machen? Lager für Holzrohstoffe. Baumschule zu... Hi. Hi. It was such an honor to take over the Portia Tree Farm. Wood is one of our largest exports, you know. Ja, ja. It brings in a lot of money for Portia's treasury. Ja, wäre natürlich schön, wenn ich dann und, See you. Ja, yeah, see you. See you. Och, Mensch. Guck mal, wie viele Bäume da sind. Hm. Ihr wisst, was ich vorhab, ne? Ist das alles noch Baumschule? Wir werden Ärger kriegen. Wir werden bestimmt Ärger kriegen. Wir werden sowas von Ärger kriegen.
wenn wir ganz leise schlagen, ne, dann kriegt es doch eigentlich gar keiner mit, oder? Und? Maultaube? Vogelnest. Also wenn ihr nichts verratet, ich kann schweigen wie ein Grab. Es dient ja der Allgemeinheit. Also wir investieren ja das Holz dann wieder in die Brücke und damit ist ja allen geholfen. Und ich eigentlich bin ich ja eigentlich, ne, tue ich ja hier den Leuten was Gutes, ne? Und hier hinten, ehrlich, fällt es doch wirklich keinem auf, oder? Ja, kann ich noch drin? Ich will bloß checken, ob das nicht die ganz Großen sind, wo der Kokon runterfällt. Nein. Gut. Ich hoffe, der Schatten ist jetzt eine Wolke und nicht irgendwie was... gepasst. Mit dem hier oben? Ja, der nimmt auch viel zu viel Luft weg. Hier, ne? Da treten wir noch nicht mal dagegen. Ja. Ja. Und? Wie viel haben wir denn jetzt? Mal gucken. 15. Drei Bretter. Fehlen mir noch vier Bretter, damit ich den zweiten Teil von dem anderen Ding auch noch machen kann. Jetzt machen wir erstmal einen fertig und dann schauen wir mal weiter. Ich möchte auch nicht jetzt hier die meiste Zeit damit verbringen, irgendwelche Bäume platt zu machen. Tun wir mal die Axt weg, dann fällt es auch keinem so auf, ne? Kann man die Dinger eigentlich auch kaputt machen? Nö. Natürlich nicht. In die Baumschule. Komm ich hier raus? Kann ich hier drüber hüpfen? Natürlich nicht. Das war doch sowas von klar. Und jetzt schleichen wir uns mal hinaus. Ja, ich höre schon auf zu singen. Mensch. Wie spät haben wir denn schon wieder? 18 Uhr. Dass man die Zeit auch nicht irgendwie ein bisschen verlängern kann. Das würde einen viel mehr Frust ersparen. Wir brauchen eine Lama. Wir brauchen ein Reittier. Das ist so ein Ding, das müssen wir uns nebenbei nochmal ein bisschen mit aufbauen. Muss ich, glaube ich, in den Gemüseladen, oder? Weil selber Felder haben wir ja jetzt keine. Okay. Lass uns nochmal gucken. Wir haben drei Bretter, wir brauchen noch zwei. Das heißt, wir machen mal zwei. Was? Vier Stück? Lang dauert es noch? 3 Stunden? Stell mir doch jetzt hier keine 3 Stunden hin. Handbuch. Wie ist denn das mit dem anderen Teil?
Mal gucken. Rückenkörper. Brauchen wir Bronzeplatten in der Schneidemaschine, okay? Im Besitz 6 Stück. Wir brauchen aber 15. Könnte man eigentlich machen lassen. 8 Stück dazu. 9 Stück. Uiuiuiuiuiui. 9 Stück. 9 Stück. 96 Stein, 12 Ziegel. Hatten wir nicht noch Ziegel? 2 haben wir. Die nehme ich mal darüber. Obwohl, warte mal, die können wir jetzt eh noch nicht fertig machen. Also 2 Stück haben wir. Dann nehme ich mal den Stein mit rüber. Ja, ich muss noch mal gucken, weil ich es wieder vergessen habe. Ihr habt mich erwischt. 12. Okay, also 10 Stück brauche ich noch. Dann machen wir hier 5. Machen wir hier 5 Stück. So. Und dann machen wir hier 5 Stück. Reding. So. Das läuft jetzt bis morgen durch. Perfekt. Hier haben wir die Harzholzdielen. Die brauchen noch 3 Stunden. Dann können wir die da reinackern. Dann ist das Teil. Dann ist das Teil fertig. Warten wir das noch? 20 Uhr? Ja. Gehen wir noch ein bisschen sammeln. So. Kann ich mal so ein kleines Zwischenfazit zu dem Spiel machen. Ich muss sagen, die Grafik fällt mir bombig. Das ist so ein bisschen so den Stil, den ich mag. Weil beruflich habe ich auch ein bisschen was mit Grafik zu tun. Und das ist so, den Style mag ich. Vom Spiel her gesehen, du musst ziemlich viel farmen, du musst ziemlich viel laufen. Aber das können wir ja dann durch ein Lama, glaube ich, ein bisschen verbessern. Es macht mega Laune. Ich hätte es am Anfang wirklich nicht gedacht. Vor allen Dingen hätte ich auch nicht gedacht, dass es so dermaßen komplex ist. Die Aufgaben sind knackig. Also nichts, was du irgendwie so nebenbei jetzt aus dem Handgelenk schüttelst. Und das finde ich auch ganz gut. Dass du dir auch ein bisschen Kopf machen musst, wie du das Zeug ranschaffst und wie viel du brauchst und überhaupt. Das mit den Ruinen gefällt mir extrem gut. Weil das nochmal so einen kleinen Abenteuer-Effekt hat. Das mit den Freundschaften können wir hier gleich mal. Must be the new builder. Yep, it's so nice to meet you. Ja. I'm Ginger. Hallo Ginger. You find our little town fitting. Ja, gefällt mir sehr gut. Und du erinnerst mich ein bisschen an jemand. So, unterhalten. People in Porsche are all very simple and friendly folks. Ja. I really enjoy having a conversation with everyone. Das ist schön. Das ist schön. Komm, du kriegst hier eine Schlangenbeere. Bitte schön. I like it. Thank you. Oh, bitte gern. You don't have to bring me any gifts, though. Was? I'd love to just go on walks or go have a chat under the wishing tree with you. Unter dem Wunschbaum unterhalten, das finde ich genauso gut. Okay. Ginger erinnert mich wirklich an jemand ganz, ganz Besonderes. Und sobald ich weiß, was der Wunschbaum ist, ja, wünsche ich mir was. So. Können wir hier noch ein bisschen sammeln. In der Zeit läuft das Zeug durch. Also wie gesagt, die Dungeons geben nochmal so einen leichten Abenteuereffekt und Entdecker-Effekt. Sollen ja auch noch ein bisschen andere Dungeons kommen mit Gegnern und weiß der Geier was. Aber das Spiel ist einfach, wie soll man das sagen, das plätschert nicht so vor sich hin, aber es ist sehr entspannend. Ja. Und man muss sich daran gewöhnen, dass Pandas fliegen, Hasen Zylinder tragen, ja, und Seeigel an kleinen Schirmchen hängen. Da muss man einfach mal
Ja, ist so. Gehört zum Spiel. Okay, wir haben hier noch Stein. Wie schaut's aus? Ist er jetzt schon ein bisschen spät? Jawohl. So. 7. Rein damit. Fertig. Perfekt. Erster Teil ist fertig. Jetzt können wir morgen, können wir das dann hier machen. So 8 Stunden. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal Feierabend. Ich gehe ins Bett. Ne? Und keine Ahnung, was ihr macht, aber ich gehe jetzt in mein Bett und ja, dann sehen wir uns spätestens in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wäre schön, wenn ihr einen Daumen da lassen würdet oder auch ein Abo. Wäre nett, weil momentan krebs ich noch ein bisschen so an der unteren, unter 100 Grenze. Ne? Und die will ich zumindest schon mal erreicht haben. So, und damit sage ich ganz einfach Sassen, Kinas und tschüss, bis zur nächsten Folge.